Hallo bei meinem Freitagsvideo auf Samandreas TV. Ich begrüße euch zu der nächsten Runde meiner Erklärvideos. Samandreas erklärt die Welt hier aus Frankfurt am Main in meinem kleinen Samenlädchen mitten in der Innenstadt. Die Auswahl des Saatgutes ist im Maßgeblichen entscheidend darüber, ob ihr ernten könnt oder nicht, ob eine Pflanze schön wird oder nicht. Ich möchte euch heute erklären, was Hybrid-Saatgut bedeutet und warum das nicht der Teufel ist, wie so oft behauptet. Was bedeutet Hybride? Vor ungefähr 200 Jahren wurde ein Mann namens Gregor Johann Mendel geboren. Dieser Mann wurde Pfarrer und später natürlich Abt, aber der war auch Universalgelehrter. Der hat also nicht nur Menschen getraut oder unter die Erde gebracht und Gottesdienste gehalten, sondern der hat geforscht. Nach ihm wurden die berühmten Mendelschen Regeln zur Vererbung benannt. Er hat also angefangen, Erbsen zu kreuzen. Rote und weiße Erbsen, die Parentes-Generation. Und es kamen allesamt rosa Erbsen raus. Die F1, die Filia-1-Generation, war rosa. Hier hat er aber nicht aufgehört. Das war nämlich seine Errungenschaft, sondern er hat zwei rosafarbene Erbsen gekreuzt, die offensichtlich dieselben Gene haben. Und heraus kamen nicht, wie zu erwarten, nur rosa Erbsen, sondern auch hier haben sich die Gene wieder aufgespalten, neu zusammengesetzt und kamen rote, rosane und weiße Erbsen raus im Verhältnis 1 zu 2 zu 1. Sehr berühmt, sehr berühmt. Auch heute macht man sich dieses noch zunutze. So können zum Beispiel Samen gezüchtet werden, Pflanzen gezüchtet werden, die ganz besondere Eigenschaften haben in Bezug auf Krankheitsresistenzen oder hohe Erträge oder besondere Farben bei Blumen. Hier zum Beispiel zeige ich euch eine Tomatensorte, die keine Kraut- und Braunfäule mehr bekommt. Das ist die gefürchtetste Tomatenkrankheit bei uns. Und diese Filovita, von euch aus gesehen in meiner linken Hand, die wird einfach nicht mehr krank. Die kriegt diese Krankheit nicht mehr. Eben durch diese Hybridzüchtung, durch den Heterosis-Effekt. Aber auch andere Möhrchen werden gesünder, kriegen keine Mücken mehr ab, whatever. Es ist vieles viel besser damit. Aber nicht alles. Warum? Nun ja, ich habe ja erklärt, dass in der F2-Generation sich diese Hybriden wieder aufspalten. Also kann man das Saatgut, das aus diesen Pflanzen, aus diesen Hybridpflanzen rauskommt, nicht mehr benutzen, um neue Pflanzen zu ziehen, die dieselben Effekte haben. Das heißt, wenn ich Saatgut selber vermehren will, geht es nicht mehr mit Hybrid-Saatgut. Dann muss ich diese reinrassigen Elternlinien benutzen. Das ist insbesondere ein Problem, zum Beispiel in Dritte Weltländer, wenn ich Saatgut dorthin verschicke und die Leute wollen sich davon selbst ernähren, sollten sie das auch selbst vermehren können. Das geht natürlich dann nicht mehr. Wenn eine große böse Firma kommt und ihnen dann ganz spezielle Hybriden verkauft, die nur dort funktionieren und sie versuchen das dann selbst wieder zu machen, klappt es nicht mehr. Das Ganze ist übrigens in keinster Weise zu verwechseln mit Gentechnik. Das ist eine ganz natürliche Züchtung, über die wir hier reden. Gentechnik, dass also mit einer Schere Eigenschaften in eine Pflanze reingeschnitten werden, sind in Deutschland, also diese Gentechnik ist definitiv verboten. Komplett. Insofern braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, wenn ihr Hybridsamen kauft, dass das irgendwie Gentechnik wäre. Übrigens, je alles enthält Gene. Auch mein Kaffee. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss, bis nächste Woche.